So Leute, jetzt bin ich aus dem Hotel raus, treffe mich jetzt mit dem Aaron, mit dem Steven, McFit am Kudamm. Und ich glaube, der Steven, der hat ein bisschen was geplant und den werde ich heute mal ausquetschen. Ich weiß nicht, was wir trainieren. Ich meine Brust oder Arme. Genau, ich werde natürlich alles mit aufnehmen und bin mal gespannt, was der Steven zu erzählen hat. So Leute, guckt euch mal diesen kleinen Dönerspieß an. Hallo. Wie viel Kilo, Bruder? Der, wie viel, ja, wie viel Kilo? Zwei, na, wie viel? Das ist Luft da drin. Nein, 20 Kilo. Das wäre was, ja, nicht schlecht. Keine Ahnung wie viel, aber sah mir nach 50 Kilo Fleisch aus. Kann man sich mal in der Diät reingönnen. Ist ja sehr fettarm. Die, ja, Döner ist ja, geht ja immer, ne? Döner macht ja, genau, du sollst mal ein paar Döner essen, ganz ehrlich. So, angekommen, McFit am Kudamm. Und wir gucken mal, was abgeht hier. Wir schauen mal, wir schauen mal. Der gute Steven ist noch nicht da. Aber wer ist so da? Gar keiner ist da. Wo sind die Leute? Alle faul. Alle faul. Keiner ist am Arbeiten hier. Ich glaube, solange der Steven nicht da ist, mache ich mal eine kurze Rundführung. Ja, sind viele gute Sportler da, muss man ganz ehrlich sagen. Ist nicht wie bei uns im Studio. Das heißt bei uns wie in Göttingen teilweise. Da sind halt nur so 0815 Leute. Die Leute, guck mal, die Leute machen alle Cardio. Wow, was war das denn? Cooler Trick. Cooler Trick. Der war nicht schlecht, Dicker. So, da geht's auch ab. Bergauf, Walking, Jogging. Bergauf, keine Ahnung, was macht der denn? Ja, ist auf jeden Fall Bewegung, muss man sagen. Er bewegt sich und er macht was. Das ist der gute Mann, der Steven, meiner Meinung nach einer der fittesten aus Deutschland. Das ist so dicker. Ja, ja, der fitteste. Ist ein super Typ, hat das schon ein paar Mal bei mir in den Videos gesehen. Ich glaube, ihr kennt ihn. Ich würde sagen, wir setzen uns hin und quatschen mal ein bisschen. Können wir machen? Ja, sehr schön. So. Was geht, Leute? Ich bin heute hier wieder mit einem sehr, sehr guten Freund von mir, Steven. Habt ihr schon ein paar Mal bei mir in den Vlogs gesehen. Schön, dass du Zeit hast. Ja, ja. Gerne, immer. Weißt ja, du. Freut mich sehr, sehr, sehr. Wir sind jetzt hier, wie gerade schon gesagt, im McFit am Kudamm. Und ich habe ja gerade schon mal angekündigt, oder was heißt angekündigt, schon mal gesagt, dass der Steven wahrscheinlich was vorhat, beziehungsweise wir wahrscheinlich was vorhaben, aber noch am Überlegen sind. Ne? Ich denke, also ich spreche jetzt erstmal für mich, dass ich, weil viele fragen auch immer, Benny, wann geht's wieder auf den Wettkampf, gehst du auf den Wettkampf, was ist da jetzt los, da mit Tobi, Vorbereitung, läuft es noch? Also ich kann so viel dazu sagen, dass ich momentan echt noch am Chillen bin, mein Leben so ein bisschen genieße, ich trainiere trotzdem dementsprechend gut, ernähre mich zwar nicht so, so gut, aber ich glaube, was heißt ich glaube, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass im August meine Vorbereitung losgeht, für ein Pro-Qualifier in Italien. Die erste Woche ist in Italien, die zweite Woche auch in Italien und die erste Dezemberwoche ist auch was in Italien. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich da für mich irgendwie den besten Termin rauspicke und dann versuche über die MPC Pro-Qualifier mir meine Profikarte zu holen. Ja. Ich denke, 12 Wochen Vorbereitung sollten bei mir reichen. Wenn ich jetzt den ganzen August, den ganzen September, den ganzen Oktober und Anfang November wäre dann schon der Wettkampf. Also eigentlich, ich sage jetzt mal, ist safe, ich mache das. Weil ich will es auch wirklich nochmal wissen, Leute. Ich, wenn das Video rauskommt, bin ich wahrscheinlich schon 35 und naja, in der Physikklasse irgendwann ist auch gut. Aber ich werde definitiv im November starten, das verspreche ich euch jetzt. Und ich werde alles filmen, vloggen, was ich esse, wie ich trainiere, wie es mir geht. Und es könnte sehr, sehr interessant werden für euch und auch sehr, sehr informativ, glaube ich. Ja, was... Ja, das nenne ich doch mal ein schönes Ziel, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall, nee, gefällt mir gut. Also bei mir, wie sieht es bei mir aus? Also ich spiele natürlich auch mal wieder mit dem Gedanken, auf die Bühne zu gehen. Ich, also meiner Meinung nach ist es einfach eigentlich ein Muss bei dir. Ja, deswegen, ich bin eigentlich ganz gut in Form, glaube ich. Und immer, eigentlich, er ist immer gut in Form. Steven kenne ich jetzt seit 4, 5 Jahren. Ich habe dich noch nicht
Noch nie, nein. Da. Außer Form ist dann bei ihm, wenn er 8% Körperfett hat und ein bisschen Wasser in der Zunge hat. Dann ist es Steve, außer Form, sagt er. Nee, ich habe es wirklich noch nie erlebt, dass du außer Form bist, Digga. Ja, aber du weißt ja, wie es ist. Das ist einfach die mentale Geschichte, ne? Sag ich mal, das ist einfach eine Kopfsache. Und du weißt, wie es ist, hat man keine Diät, sieht man besser aus, wie wenn man Diät hat, weil man sich einfach nicht verrückt macht. Und das ist einfach die Geschichte, wo ich sage, wenn ich Bock habe, habe ich Bock, dann mache ich irgendwie 4-6 Wochen, dann ziehe ich durch und dann stelle ich mich dahin. Alter hat er auch gerade angesprochen, ich bin ja noch ein bisschen älter und ich will vielleicht auch immer noch mal wissen. Ja, bei mir ist es, ich bin ganz ehrlich, weil wenn ich jetzt sage, so in 3-4 Jahren, denke ich dann immer so, hättest du damals gemacht, so, weißt du? Weil die Zeit kannst du nicht zurückdrehen. Okay, wenn, und auch selbst wenn du verkackst, dann hast du es wenigstens versucht, weißt du? Das heißt, verkacken tut man das. Ich meine, man bringt das nicht mal die beste Form. Das einzige Problem ist bei uns beiden, das soll jetzt nicht arrogant klingen, dass wir einfach vielleicht zu krass für diese Klasse sind. Das kann sein, meiner Meinung nach. Ist so. Du, ich weiß, ich kann es nie beurteilen. Ich habe dich gesehen auf der Bühne, wenn du auf der Bühne mit den ganzen Athleten stehst, bist du der Einzige, der raussticht. Wo man sagt, auch Freunde von mir sagen immer, boah, Steve, super Body, du hast eine Qualität und das kommt erst mit den Jahren. Und das ist das einzige Ding, das soll jetzt wirklich arrogant klingen, dass man einfach sagt, man ist zu krass für die Klasse. Ne? Weil die wollen ja meistens irgendwelche Lauchs sehen. Die wollen ja so einen 0815 Lauch mit einem Sixpack, mit einem schönen Gesicht, wahrscheinlich die Augen und die Lippen noch ein bisschen geschminkt und sowas wird dann Pro. Ganz ehrlich, ja, ich sag jetzt mal lieber nichts. Ne? Deswegen, mir gebe ich jetzt einfach Gas. Wir gehen und jetzt Gas. Dann gucken wir November eher vielleicht. Ja, noch eine Geschichte. Ich will auch nicht mit ihm auf der Bühne stehen. Nee, das wollen wir nicht. Ohne Sache machen wir auch nicht. Wir wollen es ja das nicht. Das haben wir einmal gemacht. Genau. Und da, einmal lang. Da hat er mich platt gemacht, das Ding. Komplett gemacht. Das war auf der Deutschen und ich dachte mir so, ich habe dich vorher schon gesehen. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Und dachte mir so, Scheiße, Alter. Weil da hat jemand gesagt, da ist jemand, der Steven. Der sieht verdammt gut aus und ich dachte mir, ja, keine Chance, egal, ich habe da 15 Jahre trainiert schon, egal wer es ist, der hat keine Chance. Und dann sehe ich den Typen auf dem Wettkampf gerade angemalt, macht sich hinten warm und ich denke mir, das war ein Fulda, war das, glaube ich. Und ich denke mir nur, Alter, Scheiße, Alter. Ja, und da hat er mich auf der Deutschen geschlagen, verdient geschlagen, sein Posing war besser, er war härter und Doch. Ja, du, also ich sag's mal so, es war auf Augenhöhe, es war ja neue Klasse. Und, aber wie gesagt, wir wollen immer gemeinsam oder nebeneinander, also gemeinsam schon. Ja. Und da muss man mal gucken, wenn die Größen vielleicht anders sind. Ich hoffe es, du bist ja ein bisschen größer deswegen, als ich. Ja, ne? Dass und, ich so unter 1,60 Meter starte. Nein, ich glaube 1,75 gibt es ja mittlerweile auch. Und genau. Da bist du, glaube ich, da kannst du dich reindrücken. Entwässert bin ich sogar 1,72 Meter, glaube ich. Nur, ja, ne? Und ich bin dann bei der 1,78er oder dann 1,80er, keine Ahnung. Ja. Und dann wäre es eine Option. Also das wäre gut, von dem her, vielleicht gemeinsam in Italien, das wäre der Hammer. Wäre cool, würde ich mich freuen, ja. Das wäre eigentlich das Ding. Vorbereiten tue ich mich eben im Bernhard, wenn... Ja, machen wir zusammen, ne? Weil es sind immer, er ist ein super erfahrener Wettkampfathlet, hat viele Wettkämpfe gemacht. Bei mir ist es genauso. Und wenn man sich da zusammentut, 4 Augen sehen immer mehr als 2 Augen. Definitiv. Ne? Er hat vielleicht irgendwo was, wo er sagt, pass auf, Bernhard, das hat bei mir so funktioniert. Und da kann man sich relativ gut austauschen. Bei uns ist es auch so, im Prinzip könnten wir auch vorbereiten, wenn wir jetzt wollen würden, weil wir kennen. Ja klar, das Prozedere. Wir wissen, wie es funktioniert. Schön und deswegen dachten wir, also, wir tun es einfach mal zusammen. Und das würden wir dann zusammen auch oft mal auf meinem Channel festhalten, dass wir einfach mal sagen, pass auf, ich fahre einmal die Woche runter, wir gucken, Steven, wie ist deine Form, wie ist meine Form, wie ist das Posing, was sagst du? Und freue ich mich riesig drauf. Genau. Es geht da ab. Wer ist das denn hier? Wer bist du denn? Oh, das ist aber ganz schön knackigen Arsch hast du. Nicht schlecht. Sag mal, kenne ich dich? Warum laberst du mich einfach voll? Quatsch mich einfach voll. Willst du mit auf die Cam oder was? Das ist nicht der Antivirus, das ist Nitroglycerin und 5 Gramm Kreatin. So Leute, der gute Steven beginnt jetzt mit der ersten Übung. Kreuzhantel, drücken, Schrägbank. Genau, er wärmt sich erstmal auf. Come.
gut. Fertig mit dem Training, schönes Brusttraining gehabt. Ja, danke für die Zeit, dass du vorbeigekommen bist. Gerne. Steve ist immer am Start, wenn ich in Berlin bin, das freut mich auch. Aaron hat es leider nicht mehr geschafft, aber der kommt, glaube ich, später noch dazu. Ich werde jetzt das Futter gehen, was machst du? Ich werde auch einkaufen gehen, futtern gehen und vielleicht dann nochmal Cardio machen. Ja. Der ist völlig verrückt, der Typ. Sehr gut. Digga, danke dir. Wünsche dir was. Wir schreiben später nochmal, ne? Auf jeden. Bis dann. Ciao. Peace.